Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie es hinter den Kulissen eines YouTube-Studios aussieht? Nun, genauso wie bei dieser Webcam, die, wenn man den Winkel ein wenig verändert, die gesamte Wahrnehmung verändert, ist es auch bei uns Menschen. Daher lassen Sie mich Ihre Wahrnehmung etwas verschieben und ich nehme Sie mit auf eine unfassbare Reise durch mein YouTube-Studio. Ihr Technics for You. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Intro gefallen. Das ist meine Art, Danke zu sagen für mittlerweile 700 Abonnenten. Mir hat das letzte Jahr sehr viel Spaß mit euch gemacht. Ich freue mich jeden Tag über Kommentare, die so eintudeln. Ich habe in meinem E-Mail-Postfach auch schon einen Ordner für YouTube. Und immer wenn da eine neue Nachricht drin ist, dann freue ich mich unheimlich, weil es meistens heißt, dass einer von euch kommentiert hat. Auch das Positive oder das Feedback allgemein, was ich bekomme, ist zum fast ausschließlich positiv, was für mich halt auch ein Zeichen ist, dass euch die Videos helfen, dass sie euch Spaß machen. Egal, ob das jetzt zum Beispiel mein Surface-Vergleich ist oder auch die Desktronic-Tische, die ich vorgestellt habe oder wenn ich Smart Home-mäßig was mache, dass tatsächlich was ist, was euch hilft, wonach ihr halt auch einfach sucht. Und ich kann jetzt schon versprechen, dass mein Ideenpool, den ich mir angelegt habe, für Videos voll ist. Das heißt, nächstes Jahr kommen definitiv wieder eine ganze Menge an Videos. Ich möchte heute dieses Dankeschön mal nutzen, um euch einfach mal zu zeigen, was ich mir hier aufgebaut habe, was ich mir für mich aufgebaut habe, aber natürlich auch für euch, weil ja auch mein Bestreben ist, dass ich mich einfach immer ein Stück weit verbessere, damit ihr die Videos einfach noch besser auch konsumieren könnt und dass ich euch einfach noch mehr bringe. Wie es natürlich so ist, wünsche ich euch auf jeden Fall schon einen guten Rutsch. Kommt gut ins neue Jahr und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns hier auf meinem Kanal wiedersehen. Für die von euch, die jetzt zufällig über das Video gestolpert sind, guckt euch gerne meinen Kanal mal an, die Videos, die ich so mache. Und wenn es euch gefällt, lasst mir auch gerne kostenlosen Abo da. Will ich gar nicht leider länger drum herum quatschen und zeige euch einfach mal das Studio, was ich mir hier für euch und für mich aufgebaut habe. Viel Spaß! Und so, wenn wir reinkommen, haben wir hier erstmal mein Surface Hub 2S. Das nutze ich jetzt weniger für die Aufnahmen. Darunter ist noch so eine kleine Tasche, wo ich dann nochmal so ein bisschen Studio-Equipment habe. Hier ist mein Audio-Video-Grabber, damit ich eben über HDMI-Sachen abfragen kann, sowas wie Xbox-Gameplay zum Beispiel. Dann nehme ich noch die Tasche für mein Mikrofon. Und da sind halt das Zubehör drin. Das ist jetzt der eigentliche Studiobereich, den ihr ja wahrscheinlich schon kennt. Zumindest aus den fertigen Videos. Was man hier natürlich als erstes sieht, ist mein Greenscreen. Den habe ich selbst gebaut. Da sind oben und unten einfach zwei Holzleisten und dann so ein Greenscreen-Stoff rübergebracht, der jetzt erstmal einfach nur oben so ein bisschen eingehängt ist. Dann haben wir hier oben mein Studiolicht. Denn was ich mal gelesen bzw. gesehen habe, auch in einem anderen YouTube-Video, da gab es den Tipp, dass das schon unheimlich viel bringt, wenn der Greenscreen nochmal eine eigene Beleuchtung hat. Na, also klar, man selber muss auch beleuchtet sein, damit das Bild einfach gut und klar aussieht. Aber das führt natürlich dazu, dass es auch einen gewissen Schatten auf den Greenscreen wirft, wenn man davor sitzt und selbst beleuchtet wird. Und deshalb ist es immer ratsam, nochmal ein eigenes Licht zu haben, was einfach nur diesen Greenscreen beleuchtet, damit er möglichst gleichmäßig ausgeleuchtet ist. Und dafür habe ich mich eben für dieses Studiolicht entschieden, weil es halt eher so ein bisschen indirekt ist, wenn man so guckt. Also ein bisschen weicher. Man kann auch die Helligkeit nochmal einstellen. Dann haben wir da unten an der Ecke meinen kleinen Xbox-Kühlschrank, den ich von meiner Freundin geschenkt bekommen habe. Mal gucken, da dürfte auch noch ein bisschen was drin sein. Ist halt eher aus Gag. Dann gucken wir mal unter den Tisch. Achso, als Tisch natürlich den Desktronic Home Pro, den kennt ihr ja schon aus dem letzten Video dazu. Hier ist mein Schnitt-PC, dazu kann ich gerne mal ein eigenes Video machen. Mir war es halt wichtig, einen eigenen PC dafür zu haben, weil wer von euch das schon mal probiert hat, man kennt es vielleicht, dass jedes Mal sind irgendwelche Einstellungen anders und man fängt erstmal wieder an, eine halbe Stunde den PC einzurichten, bevor man eigentlich Videos machen kann. Das wollte ich halt gerne vermeiden. Deswegen habe ich gesagt, ich hole mir jetzt einen eigenen PC dafür. So, hier unten neu habe ich mir geholt die Elgato Pedals. Das sind halt drei verschiedene Tasten. So. Und für was die da sind, wenn ich jetzt hier in OBS bin, ich kann halt einfach, so wie es bei anderen Stream Deck Elgato Sachen auch machen kann, die Tasten belegen. Und in dem Fall habe ich einfach die drei wichtigsten Szenen auf diese Tasten gelegt und kann halt mit meinen Füßen die Szenen durchwechseln, weil ihr habt es ja in meinen Videos schon gesehen, ich bin halt jemand, der immer gerne Dinge zeigt, in der Kamera zeigt. Das ist natürlich cool, wenn ich die Hände frei habe und mit meinen Füßen dann die Szenen wechseln kann. Waren auch nicht teuer, von daher kann ich nur empfehlen. Hier in der Ecke ist mein Technics for You Leuchtschild mit meinem neuen Logo. Das bin ich noch dabei anzubauen. Das werde ich hier an die Wand bringen. Hier sieht man auch schon, dass ich so ein paar schallschluckende Elemente schon angebracht habe. Die anderen halten leider noch nicht so gut auf der Wand. Da muss ich mal gucken. Und über mir das Gleiche. Da habe ich eben auch schon so ein paar Elemente dran. Einfach um die Audioqualität noch mal ein bisschen zu verbessern. Auch wenn ich schon sehr zufrieden bin, muss ich sagen. Wenn wir uns jetzt mal hier hinsetzen, dann haben wir natürlich meinen Hauptmonitor, einen AOC.
Mit dem USB-Hub hinten dran bin ich auch super zufrieden. Mir war halt bei dem wichtig, dass er eine Mindesthelligkeit einfach hat. Und dann haben wir da drüber, das habe ich jetzt neu, ein Stativ, wo eben meine Tischkamera sozusagen dran ist. Also, na, man sieht es ja jetzt auf dem Bildschirm auch unten, das ist eben im Prinzip das Kamerabild von der Logitech Brio. Das ist die Brio in 4K. Einfach, weil ihr habt es ja vielleicht schon gemerkt, ich habe eben versucht, jetzt meine Videoqualität nochmal zu verbessern. Und es gibt gar nicht so viele gute 4K-Webcams. Und das ist jetzt die Brio von Logitech. So, dann haben wir hier ein paar Roll-Eye-Lichter, die eben jetzt dafür da sind, mich zu beleuchten. Hier unten haben wir dann auch nochmal so eine kleine Knöpfe, damit man eben den Modus, also zum einen die Farbtemperatur, zum anderen die Helligkeit einfach einstellen kann. Die habe ich eben zweimal, damit ich mein Gesicht halt möglichst gleichmäßig ausleuchten kann. Auf der anderen Seite das Gleiche. Hier habe ich jetzt mein AirThings Luftqualitätssensor. Den kennt ihr ja auch aus dem letzten Video. Was ich jetzt neu habe, ist hier mein Teleprompter. Dahinter ist von Razer eine Webcam. Das Coole ist, die ist eigentlich relativ simpel, dass man hier einfach einen Spiegel hat. Hier unten habe ich jetzt ein altes Tablet von mir reingepackt. So ein Lenovo, ich glaube M10 oder so. Also hier dauerhaft über Strom versorgt, über das USB-Hub von dem Monitor. Und ich kann halt hier jetzt meinen Text im Prinzip ablesen. Ihr seht das im Kamerabild nicht. Ich kann das aber sehen, wenn man jetzt hier mal beim. Genau, jetzt sieht man das hier zum Beispiel. Das ist im Prinzip jetzt schon das Bild von der Razer-Kamera. Also ich finde es sehr faszinierend. Das heißt, ich kann da die Texte auch einsprechen. Mit euch sozusagen euch angucken und dabei aber die Texte behalten, weil mir ist aufgefallen, gerade bei diesen Technikvideos ist es manchmal ein bisschen ungünstig, wenn man da Details vergisst. Deswegen habe ich jetzt gesagt, ich hole mir mal so einen Teleprompter. Und gerade weil ich das Tablet noch hatte, war das auch nicht so teuer. Genau. Dann natürlich, was nicht fehlen darf, ist ein Stream Deck. Das ist hier die mittlere Variante. Ich habe hier eben einen eigenen Ordner nur für YouTube, wo man dann eben so diverse, wo ich schon diverse Vorbereitungen habe. Hier die Software, sowas wie Photoshop, DaVinci Resolve. Mein OneNote benutze ich eben immer, um meine Notizen zu machen. Na, also in dem Fall hier zum Beispiel, was möchte ich jetzt zu dem Luftqualitätssensor von AirThings sagen? Dafür habe ich eben mein OneNote. DaVinci Resolve klar zum Schneiden, OBS denke ich auch klar. Hier kann ich meine Kamera nochmal aufmachen, von Windows direkt die Kamera, einfach damit ich ein Thumbnail machen kann mit mir selbst. Und dann hier eben die Ordner, wo die Clips dann abgelegt sind. Genau, hier unten habe ich natürlich auch noch die Szenen belegt, aber das brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr, weil den Großteil mache ich sowieso über das Elgato Paddle da unten. Dann, was auch immer nicht fehlen darf, ist hier nochmal von Anker so ein Kabel, wo man eben direkt alle drei Varianten drauf hat, also Micro-USB, USB-C und Lightning, glaube ich, ne? Kann man einfach hier aufstecken, damit man dann immer den Anschluss hat, den man braucht, weil ich halt ein paar Geräte habe, die einen unterschiedlichen Anschluss haben noch. Ich kann hier eben auch über mein Dashboard jetzt diese Lampen speziell steuern. So. Wenn wir jetzt hier hinter gucken, gibt es gar nicht so viel zu sehen. Ich bin mittlerweile ein großer Fan von diesen Monitorarmen, einfach weil man dann nochmal wesentlich mehr Platz hat. Und dann haben wir hier nochmal die Verkabelung, die Destronic-Kabelkanäle. Und dann war es das auch schon. Also, ich hoffe, euch hat dieser kleine spezielle Einblick gefallen. Wenn ihr zu den einzelnen Sachen noch irgendwie im Detail Videos haben möchtet, lasst es mich gerne wissen. Ansonsten sehen wir uns zum nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.